wieder einschaltest zu einer neuen Folge hier bei Minecraft. Heute geht's wieder weiter mit einem neuen Cartoon aus, und zwar immer noch von Orgi und Kakerlak, und heute natürlich mit der Hauptfigur Orgi. Ich glaube, Orgi kennt ihr alle mit der roten Quietschenase. Ja, letztes Mal hatten wir ja Bob gebaut, heute ist Orgi dran und ich würde sagen, starten wir gleich. Für unser Orgi-Haus brauchen wir wie immer erstmal ein paar Blöcke. Um denn damit zu beginnen, holen wir uns einfach ein bisschen Sandstein raus, dann nochmal davon die Treppen und Stufen, dann nochmal ein paar Sandsteinmauerstücke, wie davon dann nochmal die Treppenart, und dann holen wir uns auch nochmal geschnittene Sandsteinstufen raus. Wenn wir schon mal in der Sandsteinabteilung sind, können wir die gleich mitnehmen. Dann holen wir uns noch ein paar glatte Steinstufen raus, Pupostufen und natürlich einen violetten Betonblock. Ich würde sagen, wir beginnen wie immer zuerst mit dem Grundriss vom Haus. Dabei schneiden wir unseren glatten Sandstein einmal zur Hand. Ich würde sagen, wir fangen wie letztes Mal bei Bob an. Einfach hier schon bei der Garage an der Ecke. Zack, hier geht's los. Dann gehe ich ein nach vorne und dann gehen wir erstmal zur Seite weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 weitere Blöcke ran. Wenn wir das haben, geht's dann einmal hier nach hinten. Da setzen wir noch 2 weitere ran. Dann geht's wieder zur Seite weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 6. Dann gehen wir einmal nach hinten weg, da setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 7. So, dann geht es hier wieder einmal zur Seite weg, nach innen jetzt hier wieder, da setzen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5 hin und haben insgesamt 6. So, jetzt gehen wir noch 2 Blöcke nach hinten und können jetzt eigentlich, da brauchen wir gar nicht richtig zählen, wir ziehen jetzt einfach die hintere Reihe genauso lang, wie wir das jetzt vorne haben, und können auch, zack, einen wieder nach vorne gehen. So, jetzt gehen wir wieder zur Seite weg, da zählen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke hin. Dann geht es wieder nach vorne, da brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht unbedingt zählen. Wir halten da an, wo wir, sag ich mal, hier so begonnen haben. Dann geht es weiter, dass wir jetzt, sag ich mal, hier, wo wir angefangen haben, nochmal ein zur Seite gehen. Und wenn wir das haben, können wir jetzt erstmal wieder alles hochziehen. Wir haben wieder 3 Bereiche. Den mittleren Teil machen wir insgesamt auf 7 Blöcke hoch. Ne, wie gesagt, 7 insgesamt, das heißt, eigentlich müssen wir da nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke draufsetzen, halt, dass wir 7 haben. So, an den Seiten, die offen sind, könnt ihr gerne noch die obersten 3 Reihen miteinander verbinden, das macht man dann auf beiden Seiten. Danach geht es weiter jetzt hier auf der rechten Seite, diesen Hauskomplex machen wir insgesamt auf 6 Blöcke hoch. In Wahrheit müssen wir eigentlich nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke draufsetzen, halt, dass wir 6 haben. Können wir auch eigentlich, also eigentlich brauchen wir nicht 10, wir müssen uns eigentlich nur ein niedriger machen als der mittlere Teil. So, dann geht's auf die andere Seite. Den machen wir jetzt nicht so ganz so hoch wie die anderen. Die machen wir insgesamt nur auf 4 Blöcke hoch. Das heißt, wir müssen insgesamt nur 3 weitere Reihen platzieren. Wenn wir dann auch die Seite fertig haben, geht's erstmal ran, dass wir uns schon mal die Tür ein bisschen basteln. Wir beginnen natürlich auf der Vorderseite. Ich fange jetzt einfach mal auf der linken Seite an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 schlagen wir weg. Sagen wir mal, nach dem fünften Block hier auf der Seite können wir 2 weghauen. Das machen wir insgesamt auf eine 3er Höhe. Achten darauf, dass wir unten noch ein bisschen glatten Sandstein haben. Den können wir noch mal einmal weiter nach vorne machen und dann gehen wir noch einmal jeweils hier schräg zur Seite weg. Dazwischen setzen wir natürlich noch einmal unsere Treppen und dann können wir hier vorne auf die Blöcke noch mal dreimal unsere Mauer platzieren. Machen wir hier auf beiden Seiten. Wenn wir das dann soweit haben, geht es weiter mit unseren Sandsteintreppen. Die können wir, sage ich mal, erstmal gerade hier vorne einmal anbauen und dann gehen wir mit umgedrehten so einfach mal schräg zur Seite weg. Wenn wir das soweit haben, können wir erstmal mit dem Dach beginnen. Wir beginnen erstmal mit dem mittleren Teil, dass wir uns die Seitenteile für unser Dach schon mal vorziehen. Da fliegen wir einmal an der Seite hin, lassen den ersten Block frei, setzen hier die erste Reihe rauf und danach lassen wir an den Seiten immer 2 Blöcke frei. Das machen wir so lange, bis wir oben ankommen und setzen in der Mitte noch einen weiteren Block. So, auf der anderen Seite machen wir nochmal das gleiche Spiel, wir lassen an den Seiten einfach eine Reihe erstmal Platz. Dann lassen wir immer 2 Blöcke Platz, bis wir uns oben treffen, zack, mit einem Block. Dann geht es los, dass wir uns das Dach ziehen. Wir beginnen natürlich hier auf der rechten Seite zuerst. Schnappt euch mal eure glatten Steinstufen. Die könnt ihr jetzt einfach mal hier an der obersten Kante von unserem Mauerwerk hier einmal ringsrum ziehen. Danach geht es weiter, dass ihr euch eure Purpurstufen nimmt. Die platziert ihr nochmal bitte auf euren glatten Steinstufen. Und dann machen wir das eigentlich wie schon bei diesem, also bei Bobs Häuschen. Genau das gleiche Motiv, dass wir jetzt hier eine kleine Pyramide uns basteln. Nur, dass wir jetzt hier immer einen Wechsel machen von unserem Betonblock und dann der Purpurstufe. Dann machen wir hier diese Pyramide mal schnell hoch. Und wenn wir uns die denn hier einmal so hochgezogen haben, die Pyramide, geht schon weiter mit diesem Dächlein. Wir beginnen erstmal wieder mit unseren glatten Steinstufen, dass wir die erstmal auf der Vorderseite, wie natürlich auf der Rückseite, einmal platzieren. Wenn wir unsere Stufen dann platziert haben, geht es auch hier erstmal wieder los, dass wir erstmal auf unseren Steinstufen unsere Purpurstufen platzieren. Denn halt kommen unsere Betonblöcke, dann geht es wieder weiter mit den Stufen und ihr könnt euch ja denken, dann ist halt hier dieser Wechsel drin. Ganz oben machen wir natürlich eine Stufenreihe und dann geht es hier so wieder runter, zack, 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 bis wir hier unten ankommen. So, das Ganze, da können wir dann natürlich ja einmal zuziehen.
Wenn wir unser Dach dann erstmal so weit zugezogen haben, bleibt uns natürlich noch eine Aufgabe. Und zwar müssen wir es noch überstehen lassen an den Seiten. Wir beginnen, würde ich mal sagen, erstmal wieder mit unseren Steinstufen. Die können wir jetzt mal auf beiden Seiten hier überstehen lassen. Und danach geht es eigentlich weiter, dass wir hier erstmal, ich würde mal sagen, erstmal die Betonblöcke, ne? Die haben wir nicht so viel Arbeit. Die zack, 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 einmal überstehen lassen. Bei den Stufen müssen wir einfach nur eine Stufe darunter einfach setzen. Und dann war es das schon, ne? Das machen wir hier einmal zack, 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 bis zur anderen Seite. Und wenn wir dann natürlich diese Seite abgearbeitet haben, gehen wir auf die andere Seite und machen dann nochmal das gleiche Spiel. Hier habe ich wieder ein bisschen vorgearbeitet, ne? So sieht das dann natürlich im Endprodukt aus. So, jetzt wollen wir natürlich uns noch an die Garage machen. Dabei schnappt euch mal bitte eure glatten Steinstufen. Wir beginnen erstmal uns hier oben an der letzten Blockschicht hier einfach mal eine Stufenreihe uns lang zu ziehen. Dann geht es weiter, dass wir hier drauf dann wieder eine Stufenreihe uns wieder platzieren. Ihr könnt gleich hier, würde ich mal sagen, an den Eckpfosten, ja an den äußeren beiden, zwei Blöcke platzieren. Dazwischen machen wir einfach nochmal unsere Stufen und ziehen das hier auch nochmal zur Seite weg. So, wenn wir das soweit haben, können wir jetzt eigentlich hier das Dach einfach mal mit unseren Stufen auch komplett ausfüllen. Und wenn wir dann unser Garagendach ausgeführt haben, bleiben wir immer noch bei unseren Stufen und zwar lassen wir jetzt einfach mal eine Stufenreihe Platz. Zack, und setzen hier die nächste hin. Und die können wir jetzt hier einmal ringsum ziehen. Das ist so ein kleines Geländer hier auf unserer Garage. Zack, zack, zack. Und das ziehen wir dann auch wieder bis zum Haus ran. Wenn wir in unserer Garage erstmal so ein bisschen abgearbeitet haben, geht es jetzt wieder an unser Hauptdach. Wir wollen natürlich noch das nächste Stockwerk uns drauf platzieren. Schnappt euch mal wieder eure glatten Steinblöcke. Und wir fangen beim Dach einfach mal hier vorne an, bei der zweiten Stufenreihe hier einfach mal. Geht's los, dass wir an der Seite einfach mal zwei Stufen Platz lassen. Dann schlagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke weg. Ihr könnt mal so gucken. An sich hören wir dann auf, wo, sag ich mal, hier die erste Mauer ist. Ne? Bis dahin so hauen wir das alles weg. So, dann können wir unsere Blöcke schon mal platzieren. Und dann schlagen wir mal das Dach bis zur anderen Seite weg. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel weghaut. Wie gesagt, ab der zweiten Stufenreihe geht es dann hier weiter. Und dann können wir hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier einfach mal komplett weghauen. Und wenn wir das haben, können wir natürlich hier einmal die Mitte weghauen. Und wenn wir die Mitte dann weggehauen haben, geht es weiter, dass wir jetzt natürlich unseren, ja, weiteres Stockwerk natürlich ein bisschen höher ziehen. Die Höhe an sich beträgt 5 Blöcke. Können wir hier gucken, 5 Stück. Und dann können wir das alles erstmal zu den Seiten zuziehen. Wenn wir das dann alles erstmal zugezogen haben, geht es gleich an die Seite ran, dass wir unser Dach schon mal vorziehen. Wir lassen an der Seite wie immer erstmal einen Block Platz, setzen hier eine Reihe rauf, dann lassen wir zwei Blöcke an den Seiten Platz und setzen noch drei rauf. So, das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. An den Seiten erstmal einen Block freilassen, dann an den Seiten zwei und drei rauf. Wenn wir das soweit haben, geht es weiter, dass wir jetzt gleich mal unsere Steinstufen uns schnappen. Wir platzieren gleich mal einen hier auf der Seite, einen auf der anderen Seite. Die Mitte lassen wir frei, ihr seht später noch warum. Und können darauf dann natürlich hier dann wieder unsere Stufen setzen. Dann kommt wieder der Block, Stufe, Block, Stufe, Block. Und dann so geht es dann natürlich hier auch wieder einfach mal runter. Ne? Immer im Wechsel setzen wir das Ganze dann hier einfach mal ran. Und auf der anderen Seite natürlich auch das gleiche Spiel hier. Wieder mit unseren Stufen. Am Ende lassen wir es dann noch überstehen und dann sollte es dann so aussehen. Wenn wir dann auch unser oberes Dach dann fertig abgeschlossen haben und an den Seiten natürlich überstehen gelassen haben, geht es noch an, dass wir unten bei unserer Haustür auch noch so dieses kleine Vordach machen. Wir holen unseren Beton raus, an den Seiten platzieren wir erstmal zwei Stück und oben drauf setzen wir auch nochmal welche und ich würde sagen, an den Seiten setzen wir dann hier nochmal ein paar Stufen rauf. Dann geht es weiter, dass wir unsere ganzen Fenster uns mal langsam vorzeichnen. Wir beginnen natürlich hier auf der Vorderseite bei unserer Haustür. Schnappt euch mal bitte eure geschnittenen Steinstufen und eure glatten Steinstufen, denn die brauchen wir. Wäre gut, wenn ihr euch die auch gleich so nebeneinander packt, dann geht es immer schneller. Wir beginnen auf der Vorderseite gleich neben unserer Haustür. Wir lassen unten die erste Blockreihe Platz und dann schlagen wir hier insgesamt drei Blöcke weg. Ihr könnt unten einfach mal eure geschnittenen Steinstufen platzieren und oben eure normale. Dann geht es einfach mal weiter hier auf die rechte Seite. Hier würde ich mal sagen, fangen wir immer von der Seite an. Wir lassen unten mal eine Reihe Platz, an der Seite natürlich auch. Und dann schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke weg und können das Ganze auch wieder auf eine Dreierhöhe insgesamt ziehen. Unten setzen wir jedes Mal bei unserem Fenster unsere geschnittenen hin und oben dann einfach die glatten. Dann geht es wieder weiter. Hier schlagen wir einfach mal so ein 3x3 großes Fenster hier in der Mitte rein. Ne, unten immer die geschnittenen, oben die normalen, dann geht es hier zur Seite weg. Hier würde ich mal sagen, machen wir auf der Rückseite, ja, würde mal sagen, ein 2x2 Fenster. Auch wieder, also ein 2x3 Fenster, so eher gesagt, dass wir vorne 3 haben, hinten 2. Und dann machen wir hier auch wieder erstmal unsere Stufen hin. Dann biegen wir wieder ab und machen hier auch wieder ein 2x3 großes Fenster hin. Wir lassen hier vorne einfach zwei Blöcke Platz und dann können wir hier das wieder reinhauen. Zack, unten unsere Stufen hin, oben nochmal die Stufen hin und dann sind wir schon auf der Rückseite. Hier lassen wir dann auch nochmal an den Seiten zwei Blöcke Platz. Dann schlagen wir hier ein 2x3 großes Fenster hin. Unsere Stufen platzieren wir und wenn wir das haben, schlagen wir jetzt hinten schon mal so etwas frei, was wir später noch verwenden, also weiter verarbeiten möchten. Wir lassen von dem Fenster zwei Blöcke Platz, schlagen dann von Boden weg einfach mal vier Blöcke, denn hier schräg darüber auch nochmal vier Blöcke und dann gehen wir hier wieder vier Blöcke runter und sollten perfekt dann hier noch zwei Blöcke haben.
Jetzt geht's weiter zu unserer Garage. Hier wollen wir doch ein kleines Hinterfenster machen. Sucht euch mal hier so ein bisschen die Mitte raus. Insgesamt haben wir hier so eine Dreiermitte, dass wir an den Seiten noch jeweils drei haben. So, das Ganze machen wir jetzt auf eine, ja, würde mal sagen, Zweierhöhe. In der Mitte unten wie oben platzieren wir unsere Stufen und an den Seiten machen wir einfach mal zwei Treppen hin. Zack, zack. Und dann haben wir dieses Fenster auch abgearbeitet. Dann geht es weiter, dass wir auf der Garage hier auch noch ein kleines Fenster uns mal reinbasteln in der Hauswand. Wir suchen uns hier mal die Mitte raus. Ich würde mal sagen, da machen wir das Fenster auf eine 3x3 große Höhe. Und platzieren wir wieder unsere geschnittenen, halt wie gewohnt, und oben die glatten. So, wenn wir das dann hier haben, geht es gleich weiter hier auf der Seite. Hier wollen wir noch oben so ein kleines Fenster machen. Lasst einfach mal, würde ich mal sagen, hier oben einen Block Platz, schlag zwei weg. Und dann würde ich die jetzt aber glatte setzen, oben wie unten. So, dann geht es weiter jetzt natürlich hier auf unserem zweiten Stockwerk, dass wir auf der Vorder- wie Rückseite auch nochmal fürs Fenster basteln. Hier würde ich mal sagen, fangen wir unten an, unten Reihe Platz, also an der Seite Platz und dann schlagen wir hier bis zur anderen Seite weg. Insgesamt haben wir dann hier ein 5er Fenster und ich würde sagen, das 5er Fenster machen wir auch wieder hier auf eine 3er Höhe und können dann wieder unsere Stufen einmal unten wie oben hier nochmal langziehen und dann fliegen wir auf die andere Seite, können wir auch gleich hier durchfliegen und dann auch nochmal hier uns so ein Fenster reinhauen. Zack, zack, zack und setzen natürlich dann auch hier wieder unsere Stufen hin. So, nächste Aufgabe ist natürlich, sich wieder ein paar neue Blöcke zu holen. Nun geht es weiter natürlich mit türkisem Glas. Du kannst auch jedes andere Glas nehmen, was so deine Lieblingsfarbe ist für die Fenster. Dann holen wir noch ein bisschen türkisen Zement raus, denn hellblauer, trockener Beton, gelber Beton, rosaner Beton, weißer Beton und roter Beton. Diese vier Farben könnt ihr auch ändern. Das wären, sag ich mal, so die Vordächer von unseren Fenstern. Also die Farbe macht euch bunt, so wie ihr möchtet. Und dann holen wir uns auch ein bisschen Prismaziegel raus und davon noch die Treppen. Wir beginnen erstmal auf der Rückseite. Erinnert ihr euch noch, dass wir uns hier was freigehauen haben, was wir, sag ich mal, noch nicht wirklich hier irgendwie was, hingemacht haben? Und zwar kommt hier hinten unsere Gartentür rein, wo wir, sag ich mal, hinten rauskommen auf unserem Balkon, wie man sehen möchte. An den Seiten platzieren wir einfach mal unsere Prisma-Blöcke. Das machen wir natürlich nicht nur auf beiden Seiten, sondern auch dann nochmal hier oben. Dann würde ich mal sagen, holt euch denn mal, nachdem wir die Blöcke platziert haben, noch eine Stufe, denn die brauchen wir. Ich weiß nicht, warum ich mir die nicht gleich rausgeholt habe. Naja, jedenfalls die Stufen platzieren wir einmal ganz unten. Und dann würde ich mal sagen, platzieren wir hier so zack am zweiten Block auch nochmal die Stufen an den Seiten. Und dann machen wir nochmal so zwei Treppen, die aneinander umgedreht sind, dass das so ein kleiner Türgriff ist. Ne? Weil es ist ja hinten unsere Tür, wo wir rauskommen. Wir können vielleicht hier noch an den Seiten nochmal ein paar Stufen platzieren, damit das doch ein bisschen schöner aussieht. Ja, das können wir ruhig machen. Und wenn wir das denn haben, geht es gleich weiter, dass wir jetzt schon unsere ganzen Fenster mit Glas bestücken können. Das heißt, wir fliegen hier rein und setzen dann hinter unseren Fenstern, wir haben ja hier immer unsere Stufen, geht ja relativ fix, können wir dann hier gleich unsere Glasblöcke ziehen. Das machen wir hier einmal komplett. Sobald wir dann unsere ganzen Fenster natürlich mit Glas bestückt haben, könnt ihr die euch auch verkleiden. Bei mir mache ich das einfach mal mit schwarzem Beton, wirkt einfach am besten. Dann geht es schon weiter, dass wir unseren türkisen Zement mal verwenden. Den möchte ich gleich einmal bei meiner Tür natürlich hier einmal zack, zack, zack benutzen. Das heißt, wir setzen hier hinten einfach unsere türkisen Betonblöcke hin. Das ist dann schon gleich unsere Tür. Und die wollen wir nicht nur für unsere Haustür verwenden, nein, auch für die Garage möchte ich die einmal verwenden. Da können wir hier einfach mal ringsrum auch hier unsere türkisen Zementblöcke einmal uns hier überall platzieren. Die Mitte dabei lassen wir aber erstmal noch frei. Warum lassen wir uns die frei? Denn an sich sind hier so ja, drei Streben, sage ich mal, so hellblau. Die machen wir uns mit unserem trockenen Beton einfach mal so rein und dann dazwischen auch wieder hier unseren türkisen Zement. Dann haben wir natürlich auch unsere Garage fertig. Nächster Schritt ist, dass wir bei unseren ganzen Fenstern uns noch so Vordächer basteln. Wie gesagt, wir haben uns ein paar bunte Blöcke rausgeholt, die kannst du jetzt nehmen. Ich würde mal sagen, einfach, wie es dir gefällt, setzt du dir die hin und wir machen die nicht einfach nur so stumpf so vorne. Wir machen immer, sage ich mal, hier so einen rechten Winkel rein. Das machst du hier einfach mit den ganzen Farben. Zack, 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 ziehst du dir die hier dann so rein und schlägst dann danach hier unten diese Ecke einfach wieder weg. Ne, und das machst du dir bei deinen ganzen Fenstern, die wir uns jetzt hier so ein bisschen platziert haben. Wenn wir dann unsere ganzen Vordächer uns gebastelt haben über unseren Fenstern, fällt dir bestimmt auf, so hey, bei manchen passt das ja so gar nicht. Richtig, einmal hinten bei unserem Garagenfenster brauchst du es nicht machen, wie natürlich jetzt hier bei diesem Fenster brauchst du auch kein Vordach machen und auch bei diesem kleinen brauchst du es nicht. Ne? Das ist nicht vorgegeben, bei Orgi sind eigentlich nur die großen Fenster hier an den Seiten überall so mit Dachfenstern gemacht, alle anderen, die haben sowas nicht. Dann holen wir uns wieder ein paar weitere Blöcke raus, obwohl ich jetzt nicht unbedingt vom Blöcke reden möchte. Also wir holen uns einmal einen Kessel raus, macht den mit Wasser rein und dann färbt euch da erstmal alles braun, dann macht ihr einen Klecks weiß rein, nehmt euch eine komplette Lederrüstung und könnt die dann erstmal so färben, sieht dann so ein bisschen gräulich aus, denn an sich befindet sich
baue unser Garage an den Seiten noch solche zwei Figuren. Ich finde einfach mit ein paar Rüstungsständer, die wir uns hier an den Ecken so schräg einmal rauf platzieren, das machen wir natürlich hier auf beiden, können wir die dann komplett einmal mit einer Lederrüstung dennoch anziehen. Das mache ich hier mal ganz schnell. Zack, schon sind sie bei mir angezogen, sind sie nicht mehr nackig. Und dann können wir sie, sage ich mal, in so eine Stellung bringen, wo die immer hier diese Arme nach vorne machen. Wenn die Figuren bei Ori, die haben auch so, dass sie irgendwie die Arme so ausstrecken. Zack, machen wir bei beiden halt, ne? Dass sie sich so zu den Seiten halt mit den Armen ausbreiten. Dann geht schon weiter, dass wir jetzt mal unseren Steinknopf verwenden. Der hat die Aufgabe, einfach nur einen Türknopf darzustellen. Und dann ist er schon fertig. Weiter geht es ja nochmal mit unseren Steinziegelmauern. Kannst auch gerne Bruchsteinmauern nehmen, die wir uns ganz oben noch einen Schornstein basteln. Wir lassen einfach hier oben in der Mitte des Daches einfach zwei Blöcke hier Platz. Dann machen wir hier einfach zwei hoch, zack, zur Seite einmal, dann noch eine oben rauf und dann noch einfach eine polierte Anisitstufe. Zack, und fertig ist unser Schornstein, ne? Und wenn wir das soweit haben, steht unser Haus. Wir können jetzt Oggi einziehen lassen, ihn wieder mit seinen Kakerlaken spielen lassen. Und vielleicht machen wir noch das Grundstück ein bisschen größer und dann passt das ja schon. Ich hoffe, du bist zufrieden mit Oggi und Kakerlaken sein Häuschen. Jetzt steht's fertig, schnell und einfach gebaut. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und wir hören uns dann wie immer zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss!